Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Maler TV News. Wir haben heute folgende Themen für Sie. Bericht zur Messe Digitalbau in Köln. Die Mach-Was-Kampagne bekommt politische Aufmerksamkeit und Farrell und Ball präsentieren Tapetentrends. Die Messe Digitalbau in Köln war dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Sie zählte 330 Aussteller und rund 10.000 Besucher. Präsentiert wurden digitale Lösungen für die Bauindustrie. Dabei wurden verschiedene Schwerpunkte behandelt, sowie die digitale Baustelle, künstliche Intelligenz und vieles mehr. Auch wir waren vor Ort und haben uns die Stände der ABS, Rehau News, Ventures sowie Leica Geosystems und Digizeiterfassung genauer angeguckt. Ja, hi Maler TV, herzlich willkommen bei uns hier am Logbook-Stand auf der Digitalbau 2022. Wir sind die Digitalabteilung der ABS Safety GmbH, bauen die beiden digitalen Produkte der ABS Safety GmbH, firmieren beide unter dem Namen Logbook, heißen Doku und Draw. Doku ist unsere Anwendung für die Montage- und Wartungsdokumentation. Ursprünglich mal sehr, sehr stark mit dem Fokus auf Absturzsicherung, also Montagedokumentation und Wartungsdokumentation von Absturzsicherungsprodukten. Mittlerweile gehen wir mit dem Produkt in die Breite, sodass man auch beispielsweise Dachzustiege, also Leitern, dokumentieren kann. Und das Gleiche machen wir mit unserem Planungstool Draw. Auch da ist unsere Kernkompetenz immer noch die Absturzsicherung auf primär dem Flachdach. Da unterstützt ein Draw mit sehr, sehr viel Planungslogik. Also letztlich muss ich nur noch hingehen, ein Dach nachzeichnen oder eine Dachfläche nachzeichnen, einen Knopf drücken und Draw schlägt mir dann vor, welche Einzelanschlagpunkte, welches Seilsystem oder welches Geländer ich idealerweise nehmen sollte für dieses Dach. Ich bekomme als Ergebnis dann eine Stückliste, die ich dann natürlich auch direkt bei uns bei ABS bestellen kann. Ja, wollen im Prinzip dabei unterstützen, dass die Planung einfacher wird und dass zumindest jeder, der handwerklich in dem Bereich tätig ist, planen kann. Ich bin Erik Schilbach bei Rehau New Ventures und wir haben verschiedene kleine Startups für die Bauindustrie heute dabei. Ich persönlich bin bei Streichfix. Wir helfen Malern, ihre Kundenaufträge besser und schneller digital abzuwickeln und freuen uns gerne über jeden Kontakt dazu. Ich bin, wie man sieht, von Streichfix, kümmere mich ums Marketing. Es macht extrem viel Spaß und sprechen mit sehr, sehr vielen B2B-Partnern, knüpfen Kontakte. Wir sind heute hier oder die Woche hier auf der Digitalbau in Köln. Das ist natürlich für den Bereich Hochbau eine sehr wichtige Messe, weil hier natürlich viele Kunden sind, die mit dem Thema Hochbau zu tun haben, aber auch mit dem Thema Digitalisierung. Ja, was wir hier aufstellen oder ausstellen und unseren Kunden präsentieren, sind natürlich Lösungen im Bereich Reality Capture, das heißt Aufnahmen von der Realität mit unseren Scannerlösungen, wie zum Beispiel dem BLK2Fly. Ja, mit diesem Gerät können Sie Fassaden aufnehmen, Dächer aufnehmen und so weiter, autonom fliegen. Aber wir haben natürlich die klassische Vermessung auch im Bereich Tachymeter, wenn es um Abstecken auf der Baustelle geht, wenn es darum geht, Schalung einzumessen und so weiter und so fort. Und da haben wir unsere neueste Lösung heute natürlich auch mit auf der Messe. Das ist der AP20, wo Sie jetzt schräg stellen können, nicht mehr quasi ihr Prisma mit der ins Wasser stellen, sondern einfach egal Ecken, alles was früher nicht möglich war und zugänglich war, jetzt einfach abstecken können oder Aufmaß damit machen können. Wir nennen das immer Solution Selling, von der Absteckung bis zur Aufnahme bis hin zur Projektmanagementplanung. Wir sind heute hier auf der Digitalbau in Köln an unserem wunderschönen Digi-Zeiterfassungsstand. Wir sind für Sie da in Sachen digitale Zeiterfassung auf den Baustellen für den Handwerk, Mittelstand und Industrie. Unsere Dienstleistung können Sie hier einmal sehen. Und zwar die mobile und stationäre Zeiterfassung, unser eigenes CRM- und ERP-System, das DigiAnexus und natürlich, was ganz brenzlig ist heutzutage, die Software zur Kapazitätsplanung. Das heißt also die Plantafel, um Ihre Ressourcen bestmöglich zu planen. So, und für alle Besucher, die heute auf der Messe sind, haben wir noch ein kleines Gimmick, und zwar unser Schutzpatron, der Superbert. Für alle Kunden, die es mal ein bisschen stressiger haben, ist das hier ein schöner Stressball oder Blitzableiter. Vielen Dank für die tollen Interviews und es gibt gute Neuigkeiten. Ab nächstem Jahr wird Digitalbau nämlich jährlich stattfinden.
Und weitere gute Nachrichten. Mach was, der Handwerkswettbewerb für Schulteams bekommt politische Aufmerksamkeit. In der WIRT-Repräsentanz in Berlin hat hierzu eine Austauschrunde stattgefunden. Jasmin Sackmann stellte den eingeladenen Abgeordneten des Bundestags und Vertreterinnen und Vertretern von Bildungsinstitutionen und aus der Wirtschaft die Initiative Mach was vor. Alle Teilnehmenden der Austauschrunde waren sich einig, dass etwas getan werden muss, um den Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Auch startet der Handwerkswettbewerb in die nächste Runde. Bis zum 15.10. diesen Jahres können sich Schulteams mit ihrer Projektidee bewerben und sich in Kreativität und handwerklichem Geschick üben. Stichwort Kreativität. Farrell und Ball präsentieren ihre Tapetentrends für verschiedene Einrichtungskonzepte. Der Gestaltungsexperte des Unternehmens Patrick O'Donnell teilte seine Tipps und Tricks zur Wandgestaltung. Auch wenn Tapeten in der Vergangenheit im Gegensatz zu Wandfarben weniger blieb bei den Deutschen waren, so machen aktuell Interior-Trends und Einrichtungsideen das Thema attraktiver. Der Experte verrät, dass beispielsweise kleine Muster den Wänden Struktur verleihen, während Streifenmuster dem Raum eine gewisse Höhe geben. Auch setzen daneben bei der Herstellung auf wasserbasierte Farben, die kein Vinyl enthalten, wodurch die Tapeten recycelbar sind. Und das war es auch schon mit dem Maler-TV-News für diese Woche. Schalten Sie nächste Woche wieder ein und schauen Sie in der Zeit auf unserer Website maler-tv.com vorbei oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Feiertag. Tschüss.